Ja, hallo. Es ist schon wieder ein bisschen her, dass ich mich mit dem letzten Video gemeldet habe. Und ich war schon am Überlegen, worüber ich das nächste Video machen könnte. Und da stieß ich jetzt doch gestern, stolperte ich mehr zufällig über ein sehr interessantes Thema, wo ich mir dachte, das wäre eine feine Idee, wenn ich darüber mal was erzähle. Und zwar geht es darum, wir haben heute, jetzt momentan, den 12. Oktober 2011. Es ist Viertel nach 10 abends, also 22:15 Uhr würde man auch sagen. Und das Datum ist deswegen wichtig, weil es um ein Event geht, das in 3 Tagen schon stattfinden soll. Und zwar, du hast vielleicht schon mal im Internet irgendwo gelesen von der Aktion Occupy Wall Street. Diese Aktion läuft nun schon seit einigen Wochen oder Monaten, ich weiß es nicht genau, ich denke es sind einige Wochen in New York. Was passiert dort? Angefangen hat es damit, dass Leute Protest gemacht haben gegen die Banker. Soweit ich weiß, aber auch allgemein gegen korrupte Politiker, gegen eine Demokratie, die eigentlich nicht wirklich eine ist und ähnliche Dinge. Das hat ganz klein angefangen. Die haben zuerst dann da irgendwo in einem Park auch gecampt und das ist immer größer geworden, immer größer. Und das Wichtige und Interessante dabei ist, man lässt sie gewähren. Und das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum man sie gewähren lässt, sie arbeiten gewaltfrei. Ja? Die Aktion an sich ist nicht eigentlich gar nicht einmal der Ausgang, sondern ausgehen tut das Ganze, denke ich mal, ja, es schwelt ja schon seit Tunesien, seit den großen Protesten in Tunesien. Schwelt es ja schon. Erst Tunesien, dann Ägypten, dann Libyen. Dann kam dazu am 13. März, glaube ich, war es. Es war ein Samstag. Das war der Samstag nach dem großen Erdbeben in Japan. Nein, es war, glaube ich, dann der 12. Egal. Da gab es, und das wurde in den deutschen Medien so gut wie überhaupt nicht erwähnt. Ich habe dann im Internet, ich habe von einem Freund davon gehört, habe dann im Internet versucht, ein bisschen zu recherchieren, was ich an Informationen darüber finden konnte. Es gab eine Zeitschrift, eine Zeitung, eine Tageszeitung in Deutschland, die davon berichtet hatte. Es gab 2 Tageszeitungen in Österreich, die darüber berichtet hatten. Allerdings waren diese Artikel, die diese Zeitungen geschrieben hatten, nicht mehr online. Die waren von den Zeitungen gelöscht worden. Ich hatte die Zeitungen dann aber im Cache von Google gefunden. Es waren beide Male der gleiche Artikel, aber es war sehr interessant. Und zwar hatte es in Portugal Demonstrationen gegeben, die über Twitter wieder mal, ich sollte vielleicht auch mal twittern, ich weiß nicht, organisiert worden waren. In Portugal, in mehreren Städten, es waren insgesamt circa 80.000 Leute anwesend, wobei die Zeitungsberichte von sehr viel niedrigeren Zahlen berichtet hatten, ich glaube um die 20.000. Ich habe eine Hintergrundinformation davon bekommen, von einem Mann mit sehr guten Connections, der hat Connections bis in den US-Geheimdienst rein. Ich weiß nicht, ob ich den Namen hier jetzt erwähnen darf, ich lasse es mal besser bleiben. Der berichtete davon, es waren 80.000 Menschen auf den Straßen. Die portugiesische Regierung hatte die Polizei,
der Polizei an, die Polizei angewiesen, diese Demonstrationen zu bewachen, zu kanalisieren und wahrscheinlich auch zu unterdrücken. Die Polizei hat aber, das weiß ich eben aus dieser Hintergrundquelle, hat die Polizei aber gesagt, wenn wir da hingehen, dann marschieren wir mit. Und sie sind nicht hingegangen. Und bei dieser Demonstration hatte es auch geheißen, keine Parteibanner. Also das Ganze sollte komplett überparteilich laufen, das Ganze sollte komplett gewaltfrei laufen. Und es lief komplett gewaltfrei ab, bis auf eine kleine Ausnahme. Es hatte einen gegeben, der nicht zugehört hatte, anscheinend nicht zugehört hatte oder nicht hatte zuhören wollen, der mit einer Parteifahne aufgetaucht war. Den hat man mitsamt seiner Fahne einfach in einen Brunnen versenkt, nein, nicht versenkt, aber hineingeschmissen und dann ist er pudelnass nach Hause abgedackelt. Das war die einzige gewaltsame Ausschreitung, die an diesem Tag in Portugal passiert war. Fand ich damals schon sehr beeindruckend. Ich habe auch in meinem Blog darüber berichtet. Da fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob ich dort den Namen erwähnt hatte. Na, du kannst ja auf meinem Blog nachsehen, wenn du möchtest. Ja, und in Spanien sehen wir ja auch schon seit geraumer Zeit, den ganzen Sommer über eigentlich schon, massive Proteste, friedliche Proteste oder die, soweit mir die Sache sich darstellt, zumindest von Seiten der Demonstranten friedlich ablaufen. Wobei es teilweise zu Eskalationen kommt, weil die Polizei recht harsch einschreitet, weil diese Leute mit ihren Demonstrationen gegen ein bestehendes Demonstrationsverbot verstoßen. Und das ist natürlich ganz klar, wenn ein Demonstrationsverbot ausgesprochen ist, dann muss man natürlich diese Demonstrationen unterdrücken, weil man würde ja sonst seine Autorität aufs Spiel setzen. Ja, aber Occupy Wall Street ist die Aktion, die jetzt nach Europa schwappt. Es gibt einmal eine Aktion Unite for Global Change. Und es gibt die Aktion Occupy Frankfurt. Beide Aktionen planen, propagieren. Nein, es wird ja nicht zentral geplant, aber beide propagieren für den kommenden Samstag, den 15. Oktober 2011, Demonstrationen in Deutschland. Ich habe bei Unite for Global Change mal nachgesehen. Den Link werde ich euch unten in die Beschreibung mit einbauen. Dort gibt es eine Landkarte, auf der man nachsehen kann, wo überall Aktionen geplant sind. Und ich finde es recht beeindruckend. Also es sind in Frankfurt 3 Aktionen geplant, es sind in Berlin 3 Aktionen geplant. Also es ist eine ganze Menge über Deutschland verteilt. Ich habe es nicht nachgezählt. Ich lese mal kurz vor, was die Ziele sind bei Occupy Frankfurt. Ich finde es recht interessant. Und vor allem, ich lese es deswegen vor, weil es eine ganze Menge zeigt, worauf ich dann aber später noch eingehen werde. Unsere Ziele für eine echte Demokratie europaweit. Ein ehrbares und gesundes Leben für alle Menschen und Tiere. Regulierung der Finanzmärkte, insbesondere Verbot aller spekulativen Geschäfte mit Nahrung, Gesundheit, Energie. Einführung einer Finanztransaktionssteuer, die maßlosen Gewinne der Finanzwirtschaft für die Gesellschaft abschöpfen. Keine Finanzierung der Banken und Finanzwelt mit unserem Steuergeld. Eine europäische sichere Währung. Für Chancengleichheit, die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Abschaffung der Leiharbeit, Abschaffung von Hartz IV, bedingungsloses Grundeinkommen. Gut, was ich von bedingungslosem Grundeinkommen halte, das kannst du in einem meiner älteren Videos, in meinem ältesten Video, nachsehen. Da habe ich darüber schon mal was erzählt, zweimal. Dann reale Lohnsteigerungen, zumindest im Rahmen des Produktivitätsanstieges. Wiederherstellung der Rentenformel sowie die Abwicklung von Agenda 2010 und Hartz IV.
Recht auf sichere Existenz und Teilhabe, Renaissance der individuellen demokratischen Verantwortung und Macht, Abschaffung der Gentrifizierung und Herstellung eines Milieuschutzrechts. Na, erklärende Beweggründe. Wir sind normale Menschen, Menschen wie du. Menschen, die jeden Morgen aufstehen, um zur Arbeit zu gehen, um studieren zu gehen, um einen Job zu finden. Menschen mit Familien und Freunden. Menschen, die jeden Tag hart arbeiten, um diejenigen, die uns umgeben, um denjenigen, die um, Entschuldigung, um denjenigen, die uns umgeben, eine bessere Zukunft zu bieten. Einige von uns bezeichnen sich als fortschrittlich, andere als konservativ. Manche von uns sind gläubig, andere wiederum nicht. Andere von uns folgen klar definierten Ideologien, manche unter uns sind unpolitisch. Aber alle sind wir besorgt und wütend angesichts der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Perspektiven, die sich um uns herum präsentieren. Die Korruption unter Politikern, Geschäftsleuten und Bankern macht uns hilf-, aber auch sprachlos. Ergebnis des derzeitigen Systems sind die Anhäufung von Geld bei einer Minderheit, ohne dabei auf Wirtschaftlichkeit oder den Wohlstand der gesamten Gesellschaft zu achten. Ressourcen werden verschwendet, der Planet wird zerstört, die Arbeitslosigkeit sowie Unzufriedenheit unter den Verbrauchern entsteht. Wenn wir es als Gesellschaft lernen, unsere Zukunft nicht mehr einem abstrakten Wirtschaftssystem anzuvertrauen, das den meisten keine Vorteile erbringt, können wir den Missbrauch abschaffen. Wir brauchen eine ethische Revolution. Anstatt das Geld über Menschen zu stellen, muss es wieder in den Dienst der breiten Bevölkerung und der Gesellschaft gestellt werden. Ich finde es sehr gut. Moment, ich habe gerade gesehen, es steht nämlich noch drunter Aufruf und dann muss ich jetzt das nächste Blatt noch aus dem Drucker holen. Peinlich. Schlecht organisiert, schlecht organisiert. Aufruf. Wir wissen, dass wir gemeinsam etwas ändern können. Es ist dein Recht. Stehe auf und gib dem Protest eine Stimme. Beteilige dich an friedlichen Demos. Wenn wir uns zusammentun, können wir was ändern. Gib deiner Stimme Ausdruck für Gleichheit, Fortschritt, Solidarität, kulturelle Freiheit, Nachhaltigkeit, Entwicklung, Wohl und Glück der Menschen, das Recht auf bezahlbaren Wohnraum, Arbeit, Kultur, Gesundheit, Bildung, politische Teilhabe, freie persönliche Entwicklung. Wir möchten betonen, dass Occupy Frankfurt ein friedlicher Protest ist, um zu gewährleisten, dass es zu keinen Interessenskonflikten kommt, möchten wir euch bitten, keine politischen Abzeichen mitzubringen. Wir haben alle das gleiche Ziel und möchten nicht, dass es durch Streitigkeiten untereinander aus dem Fokus gerät. So. Eine ganze Menge an Punkten, an denen diese Aktion gerne angreifen möchte. Ich bin, möchte ich vorneweg vielleicht sagen, ich bin gespannt, was passiert und vor allem, ich bin gespannt, was wir am Samstagabend und am Sonntag in den Medien, im Fernsehen oder auch in den Zeitungen am Montag dann hören werden über diese Aktionen. Wird überhaupt irgendetwas berichtet werden? Und wenn ja, was wird berichtet werden? Interessant ist natürlich auch die Frage, ob diese Demonstrationen so friedlich ablaufen werden, wie es geplant ist. Denn es gibt ja immer wieder die Fälle von sogenannten Agent-Provokateuren, die eingeschleust werden, um Randale zu verursachen, um der Polizei eine Gelegenheit zu geben, draufzuhauen. Ich bin gespannt, was passieren wird. Es ist eine sehr spannende Angelegenheit im Moment, finde ich persönlich. Ja, wenn ich mir dieses ganze Programm angucke, oder ja, weiß nicht, kann man es Programm nennen, oder diese Punkte, um die es geht, wenn ich mir die so ansehe, dann finde ich es sehr interessant. Denn wie man sieht, es geht ja nicht einfach nur um unser Finanzwesen, um unsere Banken, ja, die natürlich, ich denke mal, den meisten von uns ein ganz großer Dorn im Auge sind. Denn diese Banken sind im Endeffekt dafür zuständig, oder gewisse Leute in diesen Banken, an der Spitze dieser Banken, sind im Endeffekt dafür zuständig, dass unser ganzes Wirtschaftssystem momentan kurz vorm Kollaps steht. Meine Meinung, meine Einschätzung. Ich
Ich bin kein Wirtschaftsfachmann, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das noch so lange weiterlaufen wird. Ich glaube es nicht. Aber wenn ich mir diese ganze Auflistung angucke, dann sehe ich ganz klar, wir haben hier nicht nur eine Finanz- und Wirtschaftskrise, nein, wir haben eine komplette Systemkrise. Ja? Die Menschen zweifeln an, zu Recht an, ob wir überhaupt eine Demokratie haben. Ja? Die haben wir meiner Meinung nach nicht, aber das wäre schon wieder ein Thema für ein komplettes langes Video. Und ich finde, das ist ein derart dass dieses Thema mit der Demokratie ist ein derart unerfreuliches Thema. Ich glaube nicht, dass ich da Lust haben werde, darüber ein ganzes Video zu machen. Aber wie gesagt, ich sehe darin eine Sache, es geht ums System, dieses ganze System, in dem wir leben. Diese ganze Politik, ja, im Endeffekt die Art, wie wir uns ernähren, die Art, wie wir unsere Energie erzeugen, die Art, wie wir miteinander kommunizieren, ja, die Art, wie wir unseren Lebensunterhalt verdienen, wobei das ist ein Wort, lass es dir mal auf der Zunge zergehen, Lebensunterhalt. Ja. Der Lebensunterhalt dient dazu, das Leben unten zu halten. Ja. Ich glaube, dass das wahre Leben eigentlich ganz anders aussehen sollte, als dass wir arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Und es könnte sein, dass wir das in den nächsten Jahren auch anders kennenlernen werden. Ich bin gespannt, was passieren wird insgesamt. Ich darf in dem Zusammenhang nochmal auf mein Video über das Thema 2012 und was da passieren könnte hinweisen. Es stehen Veränderungen in uns drinnen an und auf die bin ich natürlich auch gespannt. Aber im Moment bin ich erstmal gespannt, was wird am nächsten Samstag passieren? Was werden wir erleben? Ich hätte einen kleinen Kritikpunkt an dieser Aktion. Diese Aktion geht bezogen auf das langfristige Ziel, wo wir hinwollen, noch nicht weit genug. Aber ich denke, wenn diese Aktion erstmal anläuft und Schule macht, dann wird erstens diese Aktion ordentlich einen Stein ins Rollen bringen und zweitens, sie wird, nein, eigentlich müsste ich es umgekehrt sagen, sie wird erstens mal eine ganze Menge Leute aufwecken, ja, eine ganze Menge Leute, die durch solche Aktionen darauf kommen werden, hey, die haben recht, da stimmt alles Mögliche hier nicht in dem Laden, ja, die anfangen werden, mal ihren Kopf nicht nur dafür zu gebrauchen, um sich zu fragen, wer denn Germany's Next Topmodel werden wird, ja, oder wer der nächste Superstar wird beim Bold. Gut, ja. Sondern die Menschen werden einfach mal anfangen, über diese Themen, die eigentlich sehr wichtig sind für uns, mit denen wir uns dringend befassen sollten, wo wir Lösungen suchen sollten, sich damit befassen. Der Punkt 2 ist der, dass je mehr Leute aufwachen, desto größer wird diese ganze Aktion werden, desto mehr wird sie ins Rollen kommen und desto mehr werden die Mächtigen merken, dass sie ausgespielt haben. Ja? Denn so sieht es im Moment eigentlich aus. Und desto mehr wird es dann auch die Möglichkeit geben, auch erstmal oder desto offensichtlicher werden dann die Möglichkeiten werden, die wir vielleicht haben, um uns auch schon im momentan bestehenden System von diesem System ein Stück abzukoppeln. Ja. Prinzipiell geht die ganze Sache noch nicht weit genug, insofern als dass ja Veränderungen in uns stattfinden werden.
Und diese Aktion, wenn ich mir das Programm oder diese Punkte, um die es geht, so durchlese, dann sehe ich, dass diese Aktion in erster Linie im Moment mal das Ziel hat, dieses System so wie es ist umzubauen. Und das wird auf Dauer nicht funktionieren. Denn das wird mit Sicherheit irgendwo wieder unterlaufen werden. Da werden wieder Schlupflöcher eingebaut werden. Aber es ist ein Anfang gesetzt. Ja? Es wird damit ein großer, für alle spürbarer Anfang gesetzt in die richtige Richtung. Ja? Und das finde ich schon mal super. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, was am Samstag passieren wird. Und bin auch gespannt, was wir davon hören werden. Wie gesagt, beobachtet die ganze Geschichte, beobachtet sie im Internet. Ich werde dir beide Links hier unten in die Beschreibung reinsetzen, sowohl von United for Global Change, nein, Unite for Global Change heißt es, wie auch für Occupy Frankfurt. Ich werde die Links da unten mit reinsetzen. Dann werden wir dort alle zusammen die Berichterstattung verfolgen können. Die Berichterstattung von den Leuten selber. Denn ich gehe mal davon aus, die werden dort berichten. Interessant wird natürlich auch werden zu sehen, was in den Medien kommt. Denn in den Medien kommt in letzter Zeit mehr und mehr Offenes. Ja. Wir sehen es daran, dass jetzt endlich davon geredet wird, dass unser Euro in Gefahr ist, obwohl meiner Meinung nach der Euro schon seit mindestens 2 Jahren massiv in Gefahr ist. Ja? Sichtbar in Gefahr ist. Bisher nur für denjenigen, der wirklich drauf guckt. Ja? Jetzt werden aber durch das, was in den Medien kommt, auch die Leute, die bisher das noch nicht gemerkt hatten, auch mehr und mehr mit der Nase darauf gestopft und gestoßen. Und ich denke, es wird langsam auch der Letzte wahrnehmen, dass wir hier massive Probleme haben. Und da hilft diese Aktion eine ganze Menge mit und ich finde es gut, dass da jetzt was ins Rollen kommt. Ob ich mit teilnehmen werde, naja, ich werde also mit Sicherheit nicht verreisen. Wenn hier in Eisenach was ist, dann werde ich vielleicht hingehen, um mal zu gucken, was so passiert. Aber wenn du auf eine der großen Demonstrationen gehst, dann halt ein bisschen die Augen offen, halt dein Herz offen und achte ein bisschen drauf, auf die Stimmung, was läuft. Denn wie gesagt, es ist möglicherweise zu befürchten, dass dort Provokateure eingeschleust werden, um das Ganze zu eskalieren. Wir werden es sehen. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Ja? Lasst uns alle hoffen, dass es nicht passiert. Denn es wäre sehr schade. Okay, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.